Konnichiwa, Kettys, hier ist sie wieder, eure Josie, mit einer neuen React-Folge über die Twitch Clips Germany. Und selbst die Kamera freut sich, sie funktioniert heute mal ordentlich. Auch wenn sie am Anfang wieder nicht wollte. Aber alles funktioniert. Ich habe die Twitch Clips Germany auf meinem Monitor da drauf. Und ihr seht jetzt gleich, wenn wir da reingehen. Die Folge heute ist die Folge 229. Und es geht an tägliche Arbeit, ja. Denn die Folge heißt, ich wasche Unterhosen. Schauen wir mal. Ich könnte mir vorstellen, weil wir ja öfters Streamer haben, die spielen und auch Survival Games spielen, dass da irgendjemand seine Unterhose in dem Spiel wäscht. Weiß ich aber nicht genau. Deswegen, das ist nur eine Vermutung. Könnte natürlich auch sein, dass es sich um echte Unterhosen handelt. Aber man muss auch nicht alles Reale im Stream zeigen irgendwie. Aber wir gehen mal rein und schauen uns an, was es damit auf sich hat. Ja, ja. Ach so, falls ich fange heute mal vorher an, auch wenn ihr noch keine Einblendung seht. Aber es wäre schön, wenn euch das Ganze hier bei mir gefällt und ihr mir hier einen Daumen da lasst. Und vielleicht ein Abo. Ihr könnt ja mal unten in die Kommentare schreiben, ob euch dieses am Anfang besser gefällt als am Ende. Dann packe ich nämlich auch dieses Klicken am Anfang rein. Genau. Ja. Vielleicht bringt es ja was. Gut, da haben wir. Wieder mal ein virtueller Avatar. Das wird ja jetzt in letzter Zeit immer aktueller. Oder immer häufiger, dass die Leute mit einem virtuellen Avatar online gehen und nicht mehr sich selber zeigen. Ja. Was soll man dazu sagen? Ja, gut. Wir starten rein. Willkommen bei einer neuen Folge Twitch Clips Germany. Diese wird euch präsentiert von Toto. Ja, und jetzt sagt Toto halt nichts. Ja, das ist immer das Problem, wenn man einen virtuellen Charakter hat, der eine virtuelle Freundin auf der Schulter hat oder einen virtuellen Freund und der sagt dann eigentlich nichts. Das ist natürlich blöde, fand ich aber eine schöne Einleitung, war mal was Lustigeres oder mal was Ausgefalleneres als sonst immer dieses so, jetzt gucke ich jetzt habe die. So ein Ding so, und ja, genau, ja. Und wir schauen uns jetzt weiter an, was weiterkommt. Also rein. Du hast Bock auf noch mehr Clips? 24/7 Clips gucken auf dem TV-Kanal. Jetzt folgen auf Twitch, Twitch Clips Germany TV eingeben oder den Link in der Info. Das ist mal eine schöne Eigenwerbung gewesen. Ich weiß natürlich, dass die einen Twitch-Kanal haben, klar. Und ja, ich werde mal gucken, ob ich dem demnächst mal reinkriege, dass ich da vielleicht auch mal was von trinke. Ein Herzchen von mir zurück. Guten Morgen, lieber Kistenkater, auch hier im Stream. Schön, dass du dabei bist. Und wir machen weiter. Ah, da ist wieder die Dame, die die etwas größere Version des Mikrofons meines Mannes hat, also Kistenkater mit Äuglein. Im Original sind die Äuglein natürlich nicht drauf, sondern die sind nachgekauft und draufgeklebt. Genau. Wir haben ja gelernt in einer Folge Twitch Clips Germany, das sind Erdbebendetektoren. Du mit deiner zusätzlichen Zeit anfangen, ich würde einfach noch mehr arbeiten. Ja, sowas geht auf die Ohren, das kenne ich, das habe ich auch schon mehrfach gemacht, dass ich aus Versehen zum Beispiel ans Mikrofon gestoßen bin und ja, mein Mann, ja. Also seine Ohren sind schon mehrfach weggeflogen, aber bei ihm sind auch schon meine Ohren mehrfach weggeflogen. Das Schöne ist, wenn man Kopfhörer auf hat, dann können die nicht wegfliegen, weil dann fliegen sie nur bis zu den Kopfhörern. Weiter geht's. Achso, wegen mehr Arbeit natürlich im Übrigen. Also, wenn ich mehr Zeit hätte, die ich momentan nicht habe, würde ich wahrscheinlich auch wieder mehr streamen oder andere Dinge machen. Ja, genau, weiter geht's. Mario! Oh mein Gott! Wow, ich dachte so, jetzt bin ich tot! Das war mal enthusiastisch gefreut, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch erst gedacht, er wäre tot. Das ist mal eine sehr interessante Todeskollisionsabfrage. Normalerweise heißt Mario aus dem Bild Mario tot. In diesem Falle nicht. Okay, gut, kann passieren. Ist natürlich auch eine interessante Sache. Und ja, schauen wir mal. Ob das
häufiger der Fall ist, weil dann, glaube ich, dann sehen wir noch mehr von Leute, die sich freuen. Aber er hat sich sehr enthusiastisch gefreut, das fand ich schön. Ein bisschen hoch ist er in der Stimme geworden, muss ich sagen. Ah. Wow. It's time. Wow. Jetzt habe ich nicht ganz, weil ich war so fixiert auf diesen Kampf, dass ich gar nicht gesehen habe, ob er die ganze Zeit nicht auf den Bildschirm geguckt hat. Oder was? Wenn er nicht auf den Bildschirm geguckt hat und das war ein KI-Kampf, dann cool. Wenn er das selber gemacht hat, noch cooler. Also so gut reagieren, dass er jeden seiner Schläge abfängt. Wow, nicht schlecht, nicht schlecht. Aber am Ende dann gelbes Schießpulver bekommen? Komische Sache. Nice. Ah, mein Gott. Wir können uns die Enderperlen sparen. Und das später machen, wenn wir viele Enderperlen haben. Wenn wir im End waren. Ja, Augen auf bei Minecraft buddeln, weil das kann auch nach hinten losgehen. Oder man sollte darauf aufpassen, wo man die Sachen hinlegt, damit man sie nicht wegschmeißt, wenn man sie eigentlich behalten will. Ja. Ja, Minecraft eben. Krass, du guckst halt so und denkst so, ja, da ist der Raum zu Ende und es geht halt einfach weiter. Das ist so geil gemacht, Real Talk. Ah! Klasimodo! Danke dir für 1000 Bits. Das ist der Moment, in dem du merkst, dass du die einschneidenden Alerts mit hohen Hürden eingebaut hast, aber es Leute gibt, die diese hohen Hürden auch nehmen. Und dir dann das Gehör wegfliegt. Auf der einen Seite tat mir Luna Peruda leid, auf der anderen Seite selbst schuld. Hättest du ja noch höher setzen können, dann hätte es wahrscheinlich keiner genutzt. Aber das ist natürlich auch nicht Sinn des eines Alerts, das so hoch zu nutzen, dass es am Ende keiner nutzt. Ja. 1000 Jahre, nee, ich weiß doch wieder nicht, was ich machen muss. Ja, und jetzt kamst du die ganze Zeit da rum und sagst so Mimimi. Wenn du jetzt stirbst, dann musst du nochmal von vorne anfangen. Nee. Oh, ja. Doch. Nee. Doch. Nee. Doch. Nee. Doch. Nee. Doch. Ich hab Geschwister, ich kann das länger. Nee. Doch. Nee. Ich bin kleine Schwester. Doch. Scheiße. Okay, du hast gewonnen. Ja, 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 ja. Ja, ja. Kleine Schwestern sind nerviger. Deswegen können die das mit dem Nein doch durchaus länger als Ältere. So. Das heißt, Moment mal, jetzt muss ich mal überlegen. Ich bin ja die Mittlerste bei uns. Also gegen meinen größeren Bruder habe ich das nie gespielt. Gegen meinen kleineren auch nicht. Aber der kleinere hätte gewonnen. Oder wie sehe ich das? Also heißt das, kleinere Brüder haben dann... Verstehe ich nicht so ganz, aber ich trinke jetzt mal kurz was. Und wir machen weiter. Ein Dino. Gelb, blau, rot, lila, lila, blau, rot. Gelb, blau. Ich hab's vergessen. Nochmal. Gelb, blau, rot. Lila, lila, blau, gelb. Also ich hätte es hingekriegt. Kein Problem. Und im Notfall, ich sage es immer wieder zu den Leuten, bei denen ich weiß, dass sie diese Probleme mit dem sich im Kopf behalten haben. Legt euch einen Stift und ein Stück Papier hin und schreibt's auf. Dann habt ihr's. Ich meine nur so. Was man aufgeschrieben hat, kann man nicht so einfach vergessen, außer man verliert den Zettel. Übrigens, kleine Anekdote. Ich hatte bei dem Band letzte Woche was aufgeschrieben und gestern gingen wir weg und liefen bei uns aus der Haustür raus und da lag ein Zettel. Mein Mann, aus welchem Grund auch immer, ich weiß immer noch nicht, warum er den aufgehoben hat, warum ihn das so getriggert hat. Er hat ihn auf jeden Fall gesehen, hob ihn auf und meinte, guck, Dings, warum liegt der denn jetzt hier? Das war übrigens der Zettel, den ich ihm aufgeschrieben hatte. Der muss ihm irgendwann beim Nachhausekommen wohl aus der Tasche gefallen sein. Also auf dem Hinweg hat er es zumindest noch, auf dem Hinweg an dem Tag hat er noch gehabt, weil er hatte aufgrund dessen halt bei meiner Beschreibung das gefunden, was er gesucht hat. Genau. So, weiter geht's. Horror Game. Gleich wirst du erschreckt. Da
zurück. Mann, Wackelstoff. Tee. Schon wieder. Ah, diese dämliche Dreckskante. Ja, die Dreckskante. Genau, die Kante war es von wegen. Du hast dich erschreckt, weil du den Typ gesehen hast, der da plötzlich aus dem Nichts auftauchte. Das ist ja, hier, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Solche dumpfen Ausreden, warum man sich angeblich nicht erschreckt hat, sondern irgendwo wehgetan hat, was ihr davon haltet. Also ich finde das nicht lustig. Wenn man sich erschreckt, soll man wenigstens dazu stehen. Ich habe auch die letzte dazu gestanden, dass ich mich vor dem Murmeltier erschreckt habe. Ich habe mich auch heute Morgen schon erschreckt. Ich habe heute Morgen nämlich einen Alert ausgelöst und der kam und kam und kam nicht. Ich guckte weg und plötzlich kam er. Ein Bericht vom MRT und da stand drauf, mein inneres Genital ist unauffällig. Ich habe das gelesen und dachte mir so, ach, danke. Das schönste Kompliment, was ich je über mein inneres Genital bekommen habe. Kann es irgendwie sein, dass du nicht verstanden hast, was die dir damit gesagt haben? Gut, grob gesagt haben sie dir gesagt, du bist gesund. Aber ja, gut, okay. Ich hoffe, der Arzt hat dir dann erklärt, für was genau das bedeutet. Damit du auch das nächste Mal Bescheid weißt. Was ich weird fand, ihr müsst mal gucken, wenn ihr das nochmal im Nachgang seht oder euch nochmal anguckt oder könnt zurückspulen. Die eine Figur, das war definitiv weiblich, hatte aber einen sehr interessanten Bartschatten in einem gezeichneten Spiel. Das muss man dazu sagen. Möchtest du da rein? Ja, junge Katzen haben scharfe Krallen. Junge Katzen haben scharfe Krallen. Auch alte Katzen haben scharfe Krallen. Hallo Minu. Und er hatte einen blauen Bart. Bart blau. Aktuell stolper ich über diesen scheiß Zaun immer. Jawohl! Ja. Wow! Hi, das ist ja gut. Ich hatte es, glaube ich, letzte Woche schon gesagt. Es gibt ja momentan bei Final Fantasy XIV auch eine Fall-Guys-Aktion. Die ist ein bisschen abgeschwächt worden, weil mir jemand einen Tipp gegeben hat. Trotzdem ist sie immer noch dämlich. Chat in die Toilette oder woanders hin? Woanders hin. Das ist der Moment, in dem du feststellst, dass du dein Glück zu sehr herausgefordert hast und es nicht funktioniert hat. Allerdings fand ich es sehr weird, dass er die Tür zugemacht hat, aber die Tür nicht zu war oder beziehungsweise nicht sichtbar zu war, aber auch der Jäger ihn nicht gesehen hat. Der Jäger hat ihn erst gesehen, als er gepinkelt hat. Also hat er durch das Pinkeln Krach gemacht, was man denn gehört hat. Und das hat der Jäger gehört. Daraufhin hat er ihn gefangen. Also landet er jetzt auf einem Haken oder ist tot. Okay, weiter geht's. Leg das Messer weg, nicht heute. Das Kochbuch für mental instabile Leute. Oh mein Gott. Jetzt habe ich da im Hintergrund den Pausenscreen von Hingeht von Twitch Clips gesehen und dachte, der Clip ist vorbei. Dabei läuft der noch weiter. Weiter geht's. Oh mein Gott. Das Erste, was kommt, wenn ich google How to Murder My Husband, ist die Support Hotline Hilfe Telefon. Da. Ja. Ey, irgendwas muss die Bundesregierung ja auf die hinkriegen. Wenigstens die Hotline aufrufe bei Google kriegen sie. Das ist doch schon mal etwas. Obwohl mich das BSI diese Woche wirklich zum Wahnsinn getrieben hat. Aber okay, gut. Aber nicht nur das BSI, auch ein Klassenkamerad von mir, ein Kommilitone von mir, hat mich fast in den Wahnsinn getrieben. Aber der kann das gut. Aber das Schöne ist, wir sind jetzt wieder... Naja, wir sollten eigentlich wieder alle in der Schule sein, sind es aber nicht. Also, es werden jeden Tag irgendwie weniger und über den Tag verteilt werden es auch immer weniger. Und das hatten wir letzte Woche als Startpunkt bei den Halloween-Clips von Twitch-Clip. Na, weiter geht's. Zoom-Cam an, Dankeschön. Da.
Der kostet einen Euro, klebt aber wie Sau. Ich glaube, wir machen nochmal Halloween. Auf jeden Fall, das Horn wird bleiben. Wenn er das Horn mit diesem Sekundenkleber wirklich an seinen Kopf geklebt hat, ja, dann hat er auch nichts anderes verdient, als dass den Rest seines Lebens dieses Horn an dieser Stelle klebt. Es sollte sich auch nicht durch irgendwelche anderen Dinge abnutzen oder sonst irgendwas. Und wenn sie es im Krankenhaus oder wo mit Lösungsmittel losmachen, soll das Lösungsmittel brennen. Also in der Haut brennen, nicht brennen in Form von brennen, sondern, ja, ihr wisst schon, was ich meine, weiter geht's. Wo seid ihr? Was macht ihr da oben? Komm mal runter für den Beweis! Komm mal runter! Furious Arousal! Kann es sein, dass dieser Zombie irgendwie... Ich hab den Boss unter Kontrolle, keine Angst. Okay, okay, das nenne ich mal Boss-Control. Ich hätte mich interessiert, wie lange er dieses Spielchen mit dem hätte treiben können. Okay, gut. Und da haben wir wieder die Party-Animals. Also das blaue gegen das rote Team, so wie das aussieht. Andere Farben gibt es gerade nicht. Mal gucken, wie der wer seine eigenen Leute runterschmeißt. Oh, sorry. Ja, oh, sorry. Da war das Schild. Schneller. Das ist jetzt ungefähr so wie nicht springen, da kommt jetzt ein. Okay, da kam das Schild. So geht's auch. Man kann sich auch selber aus dem Spiel nehmen. Baldur's Gate 3. Gegen was zum. Okay, weiter geht's. Okay. Das finde ich jetzt auch sehr gruselig gerade. Ja, das war gruselig. Das Spiel kämpft selbsttätig und hängt sich dann auf. Ich hoffe, du hast zeitnah vorher gespeichert. Sonst, schwierig. Selber schuld! Asche-Streams sind immer stumm oder mit Kopfhörern. So, ich hänge also bis zum Ellbogen in diesem Toilettenwasser. Nee, nicht schon wieder. Meine Scheiße von dieser Wand kratzen quasi, okay? Weil das so festgeklebt hat. Ich kann das gar nicht erklären. Das hat sich so richtig festgesetzt. Es gibt immer noch Dinge, die gehören in keinen Stream. Sehe ich zumindest so. Ihr könnt ja gerne mal sagen, was ihr davon haltet. Aber ich finde immer noch, das passt. Das gehört nicht in einen Stream. Solche Dinge. Das ist nicht jugendfrei. Ja, kann ich mir denken, Kistenkater. Ich habe letzte Woche auch gedacht so, aber sonst geht's doch, weil das hatten wir letzte Woche schon. Genau den gleichen Clip. Also nicht den ohne diese Reaktion, sondern wir hatten sie, nur sie, die das erzählt hat. Gibt halt so Leute, leider. Weiter geht's. Würde ich den. Oh mein Gott, ich kann heute nicht reden. Ja, ja, reden kannst du nicht, das ist klar. Kann ich auch. Reden kann ich auch nicht, aber ich kann reden. Aber wenn man schon nicht mehr reden kann, dann sollte man sich überlegen, ob man nicht lieber den Stream aufhört für den Tag und wartet, bis man wieder reden kann. beim Lesen gibt es manchmal auch Probleme. Ja, aber ja, gut, weiter geht's. Hast dir etwas Gutes einfallen lassen, liebe Kitten. Danke, ich bin die Königin der Unterwelt. Mit dem größten Schiss der Welt. Oh, was? Warte mal, das klingt ja völlig falsch. Ich meine, ich habe am meisten Schiss von allen mit dem größten Schiss der Welt. Also, erstens, komische Wortwahl. Zweitens, Hochstaplerin. Ich lass dir das. Die kleinen Kinder, die du jetzt im Schrank hältst, an meiner Stelle. Ich kann keine Witze erzählen, aber ich kann gut Halloween machen. Okay. Kata, klopf, klopf. Wer ist da? Geil! Geil, Kata, klopf, klopf, und sie klopft! Ah, geil! Oh Mann, oh Gott, das ist ja, weiter geht's. Ein Gummi, der geht da hinten los, wollte ich sagen. Das war doch gar nicht, so wie du den gehalten hast, musste der nach hinten losgehen. das ist jetzt die Nachtsektion am frühen Morgen.
Hast, lachst du früh am Morgen, vertreibst du Kummer und Sorgen. Das reimt sich. Und was er schreibt, ist gut. Altes Koboldgesetz. Wer das jetzt nicht einordnen kann, ist zu jung. Checking out on the prison bars. Wow. This is it, the apocalypse. Wow, I'm waking up. I feel it in my bones. Enough to make my system blow. Welcome to the new age, to the new age. Welcome to the new age, to the new age. Wow. Gänsehaut, Gänsehaut, Gänsehaut. Ja. Was, wie gut, dass ich nicht klopfen können sollen. Bin anwesend, aber wach. Nope. Okay, ja, ja, das kennen wir doch, lieber Kistenkater. Das ist doch zu früh für dich, um wach zu sein. Aber das war, ey, wow. Geiles Lied, geile Stimme, geil gemacht. Wow. Da, wir bleiben jetzt hier genau stehen. Jetzt können die bloß noch meinen Turm sehen. Und ich rotz alles zusammen, was jetzt hier zu B kommt. Und hier pfeife irgendwas. It was at this moment that he knew. Oh shit. Hier pfeift irgendwas. Ja, jetzt weiß ich, was da pfeift. Ja, ja, das ist der Moment, in dem du feststellst, dass du zwar mit deinem Panzer ein gutes Versteck gefunden hast, die Flugzeuge dich aber vorher schon gesehen haben und die Bombe geworfen haben. Und die Kamera hat heute wirklich Spaß, stell ich fest, weil die... Hast du es jetzt bald? Ich meine ja nur. Man fragt ja nur mal so nebenbei. Das geht schief, das geht schief, das geht... Oh, das geht doch nicht schief. Nein! Doch, das geht schief. Okay, Feierabend für heute, das war's. Dankeschön, Dankeschön. Bitte, bitte, immer gerne. Aber wenn ich das richtig gesehen habe, bist du, warst du in diesem Augenblick in einem Sub oder einem zeitgesteuerten Stream, da war das natürlich schlecht, wenn du dann einfach aufhörst. Gut. Ja, das stimmt, Kistenkater. Wenn man in die falsche Richtung rennt, fällt man runter. Das kenne ich auch wieder, kenne ich auch zu oft, ist mir gestern passiert. Ich bin ganz hoch auf den neuen Baum in WoW rauf und hab mich da hingestellt und plötzlich sah ich noch rutsch und anstatt in die entgegengesetzte Richtung zu rennen, bin ich mit dem Rutschen gerannt. Und der Baum ist hoch, kann ich euch sagen. Sehr hoch. Und als ich unten aufgekommen bin, naja. Also in der Realität hätte ich den Aufschlag nicht mehr gespürt. Hat mich 200 Gold gekostet. Reparaturkosten. Ich hatte kurz vorher erst repariert, deswegen kann ich das so genau sagen. Ja, ist halt so. Weiter geht's. Hast du es schon geschafft? Ja. I guess. Hallo, Timer. Olk, danke für... Hallo? Okay, weiter geht's. Nein, als ob, das kann nicht wahr sein, nein! Doch, es kann wahr sein, du hast nicht auf die Zeit geachtet. Ich kenne das Spiel zwar nicht, aber ich denke mal, ja. Zeit achten ist wichtig. Das ist mir auch passiert. War das gestern oder war das vorgestern? Es gibt ja auch... Ich weiß, heute schweife ich wieder viel zu WoW ab. Es gibt bei WoW, beziehungsweise bei Warcraft, ein neues Game, ein Handy-Game, nennt sich Warcraft Rumble, macht sehr viel Spaß. Aber zumindest am Anfang macht es Spaß. Je weiter man fortschreitet, habe ich schon gehört, umso schwieriger wird's oder man buttert Geld rein, wie bei den meisten Mobile-Games. Ich werde kein Geld reinbuttern, definitiv nicht. Ja, und im Tutorial muss man gegen Hogger am Ende kämpfen. Das ist kein Spoiler, weil das kann man vorher schon sehen. So, und ich machte und machte und machte und denk so, ja, der Lebensbalken von Hogger wird immer kleiner. Gleich habe ich ihn gleich... Wie, was? Unentschieden? Wieso unentschieden? Oh scheiße, Zeit war abgelaufen. Beim zweiten Versuch habe ich es dann geschafft. Da habe ich dann auf die Zeit geachtet, weil da habe ich dann die Taktik ein bisschen abgeändert. Das funktionierte dann. Ja. Wenn jemand wissen will, wie die Taktik funktioniert, unten in die Kommentare, kann ich einen Tipp geben. Weiter geht's. Warte, noch nicht machen. Oh, doch hat er gemacht. Oh, oh, oh Gott! Du hast...
Bin ich drin? Ja, aber perfekt! Wie perfekt er einfach getroffen hat! Ich hab nicht hingeguckt. Wow! Das nenne ich mal gut gezielt mit dem Schleudersitz. Und das im Weltraum. Spitze. Allerdings, was mich irritiert ist, es war auf der einen Seite die Tür offen, auf der anderen Seite. Was wäre passiert, wenn er durchgeflogen wäre? Ja, ja. Ja, da haben wir das nicht. Das heißt, don't scream. Ah, du sollst nicht schreien? Und sie hat doch 12 Minuten 53 Sekunden. Das könnte knapp werden. Sie hat nicht geschrien. Aber sich erschreckt. Ist das ein Spiel oder ist das eine Herausforderung? Wüsste ich gerne mal. Wenn das jemand rausfindet, bitte mir ja mitteilen. Dankeschön. Und die Dame sieht aus, wie ich vorhin auch ausgesehen habe. Ja, etwas übermüdet mit Kaffee in der Hand. Weiter geht's. Moment, jetzt kommt gerade der Erik rein. Moment. Ja. Woher ist diese Monstergurke? Was ist das? Sag ich mal. Also, das ist ein bisschen komisch, dass du da sagst. Da muss ich einmal. Leute, ich mute mich mal einmal. Ich muss mal ganz kurz in die Monstergurke beißen, ja? Sekunde. Weiter, nächster Clip. Oh. Das muss eine Herausforderung sein, irgendwie. Ah, also Kistenkeller schreibt gerade, wenn du schreist, Neustart, ein Unreal Engine 5 Horror-Erlebnis entwickelt von 2 Indie-Entwicklern. Die Herausforderung, erkunde den Wald 18 Minuten lang ohne zu schreien. Der Haken, die Zeit läuft nur, wenn du dich bewegst. Mikrofon erforderlich. Ah, ist das ein also das ist ein Spiel oder was? Oder ja, obwohl eine Herausforderung. Kostet das was? Das klingt interessant, das könnte ich mal probieren. Mal gucken, wie lange ich brauche, um die 18 Minuten zu schaffen. Naja, man weiß ja nicht. Also ich meine, wenn es nicht zu teuer wäre. 10 Euro, das geht aber eigentlich. Für ein Indie-Game ist das eigentlich relativ günstig. Also, ja, genau, bei Steam. Okay, ja, überlege ich mir mal. Wäre eine interessante Herausforderung. Ja, gut, also weiter geht's. Aber das kennen wir auch schon, das war von der Polaris. Wer nicht weiß, was die Polaris ist, das ist eine neue Streamer-Cosplay-Convention in Hamburg, die dieses Jahr zum zweiten Mal stattgefunden hat. Was soll das jetzt schon wieder heißen, mein lieber Kistenkater? Ja, ja, bist bei AFK. Ja, ja, das kann ich mir denken. Nur bloß nicht die Frage beantworten. Bis weiter geht's. Spitzstifte spielen spitz. Okay. Okay, deine Zeit läuft jetzt. Mein Spitzer. Spitz spielen. Mein Spitzer. Spitze. Spitz spiel. Spitz spielen. Spitz. Mein Spitzer. Warte mal. Mein Spitzer. Spitzer. Spitz spiel. Nee, mein Spitzer. Spitzer. Spitz spielend. Spitze Stifte. War das jetzt richtig? Nein. Mein Spitzer, Spitz, spielen, Stifte, Spitz. So wird das gemacht. Leute, ihr kriegt's nicht hin. Ey, ihr seid vielleicht halb so alt wie ich. Und ich krieg's hin. Das sollte euch zu denken geben. Weiter geht's. Wo will ich denn hin? Nach links. Das war's mir wert. Okay. Okay, also wir hatten jetzt gerade eben wieder die Herausforderung. Das heißt, man darf gar nichts. Man darf nicht zu laut werden. Also auch ein durch die Kehle entlassene Luft mit Druck, auch Rülpser genannt, sorgt dafür, dass das Spiel neu startet. Okay, gut. Und da haben wir Party Animals im Wasser. Wenn er dabei ist... Also feine Katze, ich weiß nicht, das kann irgendwie, das kommt komisch, das kommt so schon komisch. Nur, dass das Bild sieht, kommt das komisch. Ja, halt die einfach nur fest, ohne springen, einfach nur festhalten. Ich halt mich. Tim, und jetzt drauf. Lächeln. Aua! Also, ich hab... Boah, das war fies.
Sie macht, was sie soll und kriegt einen Ball ins Gesicht. Das ist gemein. Ich weiß nicht, wo das Farmhaus ist. Okay. Mein Hund hat mich umgebracht. Okay. Das ist wirklich eine Herausforderung. Aus einem ganz einfachen Grund. Ich habe auch einen Mann und eine Katze, die entsprechend rein grätschen könnten. Wie löse ich dieses Problem, wenn ich dieses Spiel wirklich mal ausprobieren sollte? Das ist ganz einfach. Ich mache das an einem Tag, wo mein Mann nicht da ist und die Katze sperrt ins Schlafzimmer. 18 Minuten wird sie aushalten. Wenn nicht, haben wir halt Pech gehabt. Weiter geht's. Okay, es geht los, Freunde. Der Paul ist ziemlich sexy, der Paul ist ziemlich sexy, der Paul ist ziemlich sexy, der Paul ist ziemlich sexy. Das war komisch. Irgendwie komisch. Ja. Genau. Aber irgendwie haben sie auch recht. Weiter geht's. Ich glaube, ich streame. Ah! Aber nicht mehr lang, wenn die Scheiße so weitergeht. Oh Gott, Tokta, verdammt, ein Scheißspiel. Das ist ein Scheißspiel vom Mikro weg. Okay. Hört sie mich dann? Kein Bock mehr auf die Scheiße! Kleiner Tipp am Rande dieses Spiels, auch wenn ich es noch nicht gespielt habe. Man sollte vielleicht vorher sagen, lieber Stream, ich bin jetzt mal 18 Minuten lang absolut still. Es kommt kein Krach, kein Ton, kein nichts von mir. Wenn irgendwelche Leute reinkommen und sich und begrüßen oder Raids rüberkommen, geht bitte einfach hin und macht. Sagt denen Bescheid, damit die Bescheid wissen. Oder man sagt es den Moderatoren, dafür sind sie auch da. Genau. Weiter geht's. Ist das Shirt falsch herum? Nee, das ist extra so. Das ist, glaube ich, Mode. Habe ich damals so gekauft, hat mir so gefallen. Jetzt trage ich das halt auch so. Auf der anderen Seite sieht's Ich war kurz, aber ich sollte es aus wissenschaftlichen Zwecken auf jeden Fall auch mal andersrum tragen. Also du warst kurz irritiert, ob du nicht vielleicht doch das Shirt falsch rum anhattest, aber das Schild im Nacken hat dir gezeigt, du hast es richtig rum an. Und ja, es gibt Shirts, die sehen aus, als würde man sie falsch rum tragen, weil die Nähte außen sind. Das ist aber dann entsprechend gemacht. Und so funktioniert das dann auch. Und das sieht auch gut aus. Außerdem sind die Nähte da nicht so offen wie bei anderen Sachen, sondern die sind kunstvoller gestickt, sagt man, kann man sagen. So, und ein BB geht an unseren Kistenkarte. Schön, dass du wieder da bist. Relevant, ich hasse dich. Ach komm schon, lass mich. Auch wenn ich mich beschwere, du weißt, wie das ist. Relevant, ich lieb dich. Und ich weiß, ich krieg nicht genug von deinem Spiel. Ich bleibe dann bei dir. Valorant, du gehörst zu mir. Das ist meine Liebeserklärung an ein Spiel. Okay, kann man machen, muss man aber nicht. Aber er hat es schön gedichtet, muss ich sagen. Es hat sich gereimt. Und wie wir gerade eben schon gelernt haben, was sich reimt, ist gut. Altes Koboldgesetz. Wow, Jane! Ich fliege! Wohin? Schau meinen Namen an! Ich fliege aus der Map raus! Okay. Oh mein Gott, hier sind witzige Bilder! Hä? Oh mein Gott, hier sind witzige Bilder. Die würde man auch eigentlich gar nicht sehen, wenn man unten bleibt. Also ist das doch ganz praktisch, dass du mal fliegst. Da siehst du sie wenigstens mal. Allerdings ist das ein interessanter Bug, muss man sagen. Und das Bild sieht komisch aus. Zumindest so in dieser Form, wie ich es jetzt gerade gestoppt habe. Gucken wir uns an, wohin es führt. Hallo, Edris. Wundern Sie sich nicht, warum gerade meine Hände sich um 480 Grad im Kreis hin und her drehen. Die baumeln gerade noch ein wenig an der Schnur. Ich war in einem Burger-Restaurant, bin leider mit meinen Händen in den Fleischwolf geraten.
und jetzt hängen die so an den Seen runter. Moment, warten Sie kurz, ich habe ein bisschen... Uhu! Das war cringe. Also das Zuhören ging ja gerade noch, aber dann diese Geräusche. Das hört sich an, als hätte er das wirklich gemacht. Nicht gut. Was war das Game, was du zuletzt gezockt hast? On-Stream oder Off-Stream? On-Stream? Wie hieß denn das nochmal? Oh Gott, ich kann nicht gut mit Wörtern. Du kannst auch nicht gut mit Zahlen, haben wir letztes Mal gemerkt. Wie hieß denn der? Ist immer gut On-Streamerin. Oh ja, Mario Kart. Okay. Es ist ein Nischen-Game. Was soll ich sagen? Also sie kann nicht gut mit Wörtern. Okay, sie kann aber auch nicht gut mit Zahlen, das haben wir letzte Woche gemerkt. Selbe Situation, sie sollte eine Zahl aufschreiben. Die Zahl sah aus wie entweder wie S6 oder 96 und sie wollte hinschreiben 45. Ihre Aussage dazu, sie wusste nicht mehr, wie die 4 aussieht. Ja. Okay. Ihr könnt euch... Ja, Pumuckl. Ja, Pumuckl. Ja, ich weiß. Du meinst wegen dem Koboldgesetz. Ja, Pumuckl, genau. Ja. Sie ist halt so. Also nicht Pumuckl, sondern sie. Weiter geht's. Ich seh dich mal bitte. Ja. Okay. Ja, wollen wir handeln? Okay, an deinem Arsch ist nix. Okay, warte, lass mich auch einmal scannen. Sie ist hier. Oh, Main Entry. Wenn da was ist, dann sag nix. Sag nix. Okay. Nein. Nein. Ich möchte jetzt aber nicht unbedingt mehr. Wir haben es 3 Minuten geschafft. Und tschüss. Tschüss, Lilimon. Wenn man schon heißt wie ein Pokémon oder wie ein Digimon, das ist doch klar. Weiter geht's. Das war sehr flott. Da habe ich nicht so mit gerechnet. Aber hey. Wenigstens Stufen auf Schritt, auf Besserung, auf Sieg. Boah! Stufen auf Stieg. Das schreiben wir jetzt 100 Mal, dann hast du es im Kopf fürs nächste Mal. Weiter geht's. Ach Gott, ja. Das war die arme Ente. Aber es war in solchen Dingen sind ja eigentlich nur Stoffenten, also haben sie jetzt der Stoffente den Kopf abgerissen. Schade. Weiter geht's. DJ, Hätte es auch noch einen Moment weitermachen können. Ich meine nur, war jetzt gerade passend, aber gut. Tequila. Schmeckt. Geh nach Tequila. Weiter geht's. Welche Suppe ist nicht für Analphabet? Analphabet? Oh Gott, was ist mit dir los? Oh! Analphabeten wollte er sagen. Aber wir wissen ja, es gibt Wörter, die sind halt schwierig zu sagen. Oder man liest sie falsch. In diesem Fall war es falsch gelesen. Dann bist du vielleicht ein Analphabet. Für alle, die den Kalender haben, wenn ihr ein neues Kalender aufblatt macht. Also, wenn ihr ein neues Kalenderblatt aufdeckt, im neuen Monat, dann könnt ihr gerne eine Story machen und mich markieren. Dann teile ich das. So. Eigentlich wollte ich nur das sagen. Manche Leute sollten nicht streamen ohne Skript. Also, sie wollte euch sagen, dass wenn ihr ein neues Kalenderblatt aufmacht, wenn der Monat sich geändert hat, dann solltet ihr davon ein Foto machen und es posten und dann reagiert sie darauf. Weiter geht's. Gut. Dann hilft ihr nur. Welche Suppe ist nicht für Anal...
Schon wieder. Ich kann nicht lesen, nein! Ja, du bist halt ein Analphabet. Deswegen. Und du denkst immer nur an eine Sache. Das sollte dir zu denken geben. Weiter geht's. Wir schauen mal, wie schnell sie das Schnitzer, kann. Die auf 17 Schnitzern sitzen und mit der Schlüsselschnitzer 14 die Schnitzer schützen. Wo wir schwitzen, sind 17 Schwitzende, Schnitzende, auf dem Schnitzer sitzende, Schwitzende. Heute habe ich einen nervösen Finger, merkt ihr das? Manchmal bin ich zu nervös. Wisst ihr, was das für mich wieder heißt? Viel Schnittarbeit, weil ich diese ganzen Zick-Zick-Zicks meistens rausschneide. Genau, ja, was? Ja, genau, daran denkt er. Ich guck mal ganz kurz, ob ich hier drüben in den Wald fahren kann, aber ich glaube nicht. Guter Ausgang wäre gewesen, wenn wir im Supermarkt in einer Überdosis Senf draufgegangen wären. Oh, wir können hier einfach durchfahren. Okay. Nein, ja, durchfahren, nicht umfahren. Fahr mal zurück, bevor wir uns jetzt noch festfahren. Ich komm nicht rückwärts und nicht mehr vorwärts. Selbstschuld, kein Mitleid. Das ist wie mit anderen Dingen, wo man kein Mitleid haben muss. Und warum kommst du auf solche dummen Ideen? Ja, Kischer, genau. Ich weiß, warum du kicherst. Was? Wer zweideutig denkt, hat eindeutig mehr zu lachen. Ja, das wissen wir doch. Stimmt ja auch, oder? Immer wieder. Gen, gibt auch es einen Soundeffekt? Ey, den rechten habe ich gestern gesehen. Ein Soundeffekt aus einem Video. Also, eigentlich stand er ja in der Mitte, aber als wir jetzt gerade geguckt haben, war er der rechte von den beiden. Das ist Marcel von Bonn war? Heißt der Marcel? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Also, er ist von Bonn war und er macht zusammen mit Chromi jede Woche einen Podcast, den Lorewalker. Sehr interessant, wenn man sich für WoW-Lore interessiert. Weiter geht's. Jetzt, ich habe zum Beispiel auch einen Sub, weil ihr mir immer einen schenkt. Ihr müsst mir keinen schenken. Ich abonniere meine Schwester bewusst nicht. Fuck. Ja, sozial. Macht mein Bruder auch nicht. Der Moment, in dem du merkst, dass deine Schwester dich nicht leiden kann. Und das offen über den Stream im eigenen Stream wohlgemerkt. Also nicht in dem der Schwester, die nicht abonniert, sondern in dem Stream der Schwester, die nicht abonniert wird. Mein Mann abonniert mich auch nicht, aber das hat andere Gründe und das ist teilweise mein Fehler. Genau. Ist aber auch noch egal. Also keine Sorge. Okay, jetzt kommt's. Pass auf. Jetzt kommt die Chain. Die Orange mit der Orange wird zum Apfel. Dann die beiden Äpfel werden zur Birne. Die beiden Birnen werden zum Pfirsich. Die beiden Pfirsiche werden zu Ananas. Und die beiden Ananasse werden zur Honigmelone. Das wird jetzt so eine richtig... Das passiert jetzt ganz schnell. Also jetzt aufpassen, Leute. Nein, passiert nicht. Passiert nicht, weil die Zitrone in die falsche Richtung rollt. Geil. Ich weiß gar nicht, wie viele Zentimeter ich habe. Ich muss gerade mal gucken. An Maus, F60. Oh mein Gott, das hat sich so falsch angehört. Oh ja, das hat sich sehr falsch angehört. Ganz falsch. Du solltest nicht dann nur sagen, dass du nachmessen musst, sondern was du nachmessen musst. Dann hört sich das nicht falsch an, genau. Ah, Gronkh. Weiter geht's. Okay, dafür, je mehr wir gewinnen, desto mehr gewinnen wir. Hase, da ist er. Der Spruch der Woche. Und er ist so... Moment, den hat er bei mir geklaut. Gronkh, du klaust. Den hatte ich schon vor 2 Wochen. Je mehr wir gewinnen, desto mehr gewinnen wir. Eine klassische Aussage von Gronkh. Gemacht 2023. Also, ihr wisst. Jetzt wisst das. Genau, weiter geht's. Hi, ich zähl mal. Erlaube Twitch Clips Germany, meine Clips zu verwenden. Ilo 198 sagt, Chris nur den Rand vom Apfel müssen den ganzen mit Kern und Stiel wie ich.
Das war jetzt eine passende Anfrage des einen, während er den Clip für das andere machte. Da fällt mir übrigens ein, den Clip muss ich immer noch rausschneiden aus dem einen Video. Ich weiß nicht mehr, in welchem Video ich den drin hatte. Ich habe eine Idee. Also ich, Josies Cat, erlaube Twitch Clips Germany, meine Clips zu verwenden. Obwohl, wir machen das mal anders. Moment. Wir machen das jetzt mal ganz anders. Ich, Josies Cat, erlaube Twitch Clips Germany, meine Clips zu verwenden. Jetzt haben wir es gesprochen. Jetzt kann ich es raussteigen, weil es ist sichtbar und wir können es benutzen. Weiter geht's. Moment, umwechseln. So, weiter geht's. Schnappi. Warum sagst du in deinem Popo, das ist eine Kinderparty? Ja, die andere Seite wäre noch schlimmer. Wo sie recht hat, hat sie recht. Also sowohl mit dem einen, und er hat natürlich auch recht, sowohl mit dem einen als auch dem anderen. Wobei das andere kann ich eigentlich gar nicht aus Erfahrung sagen. Ich glaube ihm aber einfach mal, weil er kennt sich ja. Was ich an diesen beiden etwas cringy finde, ist, dass sie so neonfarbig überall sind. Also Haare, Kopfhörer. Das wäre mir zu viel Neon und vor allen Dingen zu viel Rosa. Ich mag ja eigentlich Rosa, aber das ist zu viel. Weil einfach zu grell. Weiter geht's. Galoppel. Ich spare einfach Sprit bei meinem Pferd. Dein Pferd braucht Sprit? Du machst irgendwas falsch, Gronkh. Aber irgendwie zieht sich das bei dir wie so ein roter Faden durch. Du hast irgendwie Tiere nicht gerne. Irgendwie quälst du die ständig. Genau, weiter geht's. Geschaltet auf der Treppe. Verstanden. Nächste Ebene fast. Oh. Dumm gelaufen. Du wirfst eine Granate an einem normalen Geländer nach oben. Ist doch klar, dass der die zurückkickt. Selbst schuld. Kein Mitleid. Weiter geht's. Dann wandert der eine Finger zu der anderen Hand. Dann verschwindet der Finger an der einen und die andere Hand hat zwei? Hä? Ach so, ja, das kennen wir. Das kenne ich. Das ist alt. Geht das auch wieder zurück? Ja. Oh, shit. Ja, das geht. Der Trick ist so uralt. Weiter. Keine Angst, ich bin mutig. Ich bin mutig, Chat. Und ich mache jetzt richtig mutig diese Tür auf. Nee, ich machst du nicht. Oh Gott, nein, jetzt blamier ich mich von den ganzen neuen Ich mach mutig die Tür. Natürlich. Geht jetzt diese Tür nicht auf. Also erstmal muss ich mal kurz winken, weil unser Kistenkater geht ins Bett. Hat er ja auch geschrieben. So, ja, schlaf gut, träum was Feines. So, wir machen weiter. Ja, also, was hatte ich gerade? Achso, ja. Das mit der Tür war crazy. Man sollte vielleicht vorher auch wirklich gucken, ob die Tür aufgeht oder ob man sie entriegeln muss oder wie auch immer. Also, ja. Ich finde das auch mal lustig, wenn ich zum Beispiel in ESO unterwegs bin. Da hat man ja so Dungeon, da kann man alleine machen. Wir hatten jetzt ja das Hexenfest, da hat man jeden Tag mindestens einen Dungeon gemacht, damit man die Ereignisscheine bekommen hat, für die man sich verschiedene Sachen kaufen kann. Dann bei der Impresario. Und da kann man dann, wenn man auf der Karte guckt, sieht man dann, das ist der kürzeste Weg. Und dann rennt man den kürzesten Weg und dann steht man vor einer verschlossenen Tür, weil die nur von der anderen Seite aufgeht. Also rennt man den langen Weg außen rum, um dann beim Rausgehen den kürzeren Weg zu nehmen. So ein weiß das. Und da ist schon wieder Glücksspiel. Immer diese Glücksspiele. Aber das ist Grand Theft Auto 5. Das ist also im Spiel ein Glücksspiel. Also irgendwie Teil erlaubt. Genau. Weiter geht's. Achso, ich hab nicht gemacht. Sorry. 17 muss kommen. Schwarze 17. Chat, müssen wir believing hier? Nö. Ich wünschte, ich könnte das Elend vorholen. Nee. 17. Schwarz. 17 schwarz.
gut vorhergesagt. Ich geh ins Casino demnächst. Ja, ich glaube aber nicht, dass das da so funktioniert wie da. Das ist ja leider das Problem beim Glücksspiel. Und ja, genau, weiter geht's. Ich mag das mehr, dass die Leute alle ihre Waffen dabei haben. Die sehen, guck mal, gerade er hier, dieser grüne kleine Hodenkobold. Also, Evilius und Matt, Entschuldigung. Aus dem Chat. Ey, Evilio. Ja, jetzt wird's cringe, aber auch nicht nur cringe da, sondern auch cringe hier. Moment, ich muss mal gerade die Kamera anmachen, beziehungsweise das Licht ein bisschen, die Kamera ein bisschen runtersteuern. So, komm, geh. Nein, du sollst nicht heller werden, du sollst dunkler werden. So, jetzt. Okay. So, ja, das ist der Moment, in dem du vielleicht vorher fragen solltest, ist die Person, die ich gerade im Target habe, in meinem Chat anwesend? Das ist dann, wenn man solche Spitznamen raushaut, die nicht ganz freundlich sind, ganz schlecht. So kann man Follower verlieren. Follower kann man so verlieren. Ja, weiter geht's. Richtig geil, oder? Richtig, richtig gut. Scheiße, Mann, ich wurde angeputzt. Alter. Ja, das kommt davon, wenn man auf der falschen Seite vom Bildschirm sitzt. Wie hat's denn gerochen? Ich frag nur für einen Freund. Nein. Ja, doch. Gott sei Dank ist diese hohl. Oh. Ah. Hattest du die Figur gemeint oder meintest du dich selbst? Ja. Man guckt, wo man langläuft. Weiter geht's. Und dann will ich, dass ihr den Kürbis, ich will, dass ihr so ein perfektes Penisloch da reinschneidet und das stellt ihr dann nach draußen. Und wenn die Kinder vorbeigehen, fragen sich die Kinder, warum da so ein hässlicher Kürbis ist. Aber wenn die Eltern dran vorbeilaufen, wissen die ganz genau, was ihr damit getan habt. Nee. Definitiv nicht. Nee. Weiter geht's. Service in Japan. Ah, ich hab hier meine Auge. Oh mein Gott. Ja, selbst schuld. Wenn du dich auch mit dem Service in Japan aufregst, selbst schuld. Weiter geht's. HDGDL. Oh mein Gott. Hab dich gedisst, du Loser. Du denkst auch, dass ich das nicht kenne, dass HDGDL hab dich gedisst, du Loser heißt. Ich ging in die Schule. Ich weiß, was das heißt. Danja hat HDGDL. Oh, wirklich? IDA. Haha. Das heißt, hab dich gedisst, du Loser. Nee, liebes Milchbaum, heißt es eben nicht. Aber du bist ja in die Schule gegangen. Vielleicht in die Baumschule. Bei den Bäumen mag das vielleicht stimmen, aber bei den Menschen heißt das was anderes. Aber gut, du bist halt so. Ja, ich weiß schon, was ich jetzt nicht sage. Ein Autogramm von der Doni. Hier. Für den süßen Arthur von Doni HDGDL. Hab dich gedisst, du Loser. Oh. Ist das jetzt die neue Sprachform davon? Dann hab ich irgendwie nicht aufgepasst. Okay, gut, dann hab ich nichts gesagt. Für mich heißt das aber was anderes. Ich komme auch aus einer anderen Generation. Ja, weiter geht's. Die kannst du dann immer wieder waschen, was will man mehr? Das ist ekelhaft. Ich möchte meine Unterhosen nicht waschen. Hat sie jetzt nicht gesagt, oder? Sie hat das jetzt wirklich nicht wirklich gesagt, so wie sie es gesagt hat. Oh mein Gott. Weiter geht's. Du kriegst Kimi, was willst du mehr? Oh. Oh mein Gott, warum siehst du so gruselig aus und wie lange siehst du schon so aus? Schon mal lecker. Ich dachte, du guckst nach links. Ich hab nur deine Haare gesehen. Ich dachte, du guckst nach links. Also, erstens mal bei dem vorhergehenden Clip. Jetzt wissen wir, wie der Name zustande kommt. Zweitens, wie oft guckst du in deine Kamera auf dem Bild? Ich denke mal, klar sitzt sie nebeneinander, aber ich denke mal, du solltest doch mitbekommen, wenn sie da irgendwas macht. Und sie hat nur die Figur aus Bonn nachgemacht oder aus Ring, je nachdem. Aha, okay.
Da, das ist eine Pfeffermühle und die ist auch noch zu klein, Chat. Die Pfeffermühle, die muss so groß sein, du musst... Mein Gürtel ist offen. Nein, 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 ich frag jetzt nicht. Weiter geht's. Von wo kam der Wagen jetzt her? Von oben. Von oben, er ist ja runtergefallen. Wenn er von unten ging, wäre er hochgekommen. Weiter geht's. Hey! Ja, das passt wunderbar in ESO rein. Dieses Lied, I Feel Good. Gerade wenn man im Bossfight ist, kommt das wunderbar als Alert. Echt genial. Neben Tiere und Kunst, wir behalten ihn mal und gucken mal ein bisschen weiter. Was haben wir denn hier? Doppelflamme in Schwanz. Was ist denn los heute? Doppelflamme in Pflanzen. Keine Doppelflamme im Schwanzen. Ist kein Loverboy. Die aber leider sehr verschwendet. Die aber leider sehr. Manche Dinge muss man nicht wiederholen. Die kannst du einfach so stehen lassen und es richtig sagen und nicht nochmal das Falsche wiederholen. Aber du machst das natürlich gerne, ist klar. Weiter geht's. Outro, meine Güte, ey. Kann doch nicht sein hier. Willkommen. Es war eine sehr tolle Folge. Wir sehen jetzt da das Gleiche, was ich eigentlich nicht zeigen wollte, aber egal. Also war eine sehr tolle Folge, hat mir gefallen. Das Ende hätte man jetzt nicht so machen müssen, aber okay, gut. Manchmal kann man auch sowas machen. War eine tolle, dieses Indie-Spiel ist sehr interessant, das könnte ich mir wirklich mal anschauen. Und ja, wenn euch das Ganze gefallen hat, wird das jetzt hier eingeblendet, was ihr bei mir machen könnt und was ihr auch bei den Twitch Clips Germany machen könnt. Und zwar liken, abonnieren und Glocke aktivieren. Wobei, Glocke aktivieren tue ich nicht. Wenn ihr nicht wisst, warum, dann übernächste Woche Stream schauen, da erkläre ich das nochmal. Genau. So. Und damit ihr das auch bei denen von Twitch Clips Germany machen könnt, ist unten in der Videobeschreibung der Link zum Originalvideo. Damit ihr da dann einfach draufklicken müsst und hinkommt. Da könnt ihr das Ganze auch nochmal ohne mein Gesappel hören. Oder ansehen, je nachdem. Ja, und in der Videobeschreibung ist auch mein Twitch-Kanal verlinkt. Wenn ihr gerade hier seid, dann habt ihr den gefunden oder auch auf andere Weise gefunden. Und ja, wenn ihr irgendwelche Anregungen, Kritik, Lob oder sonst was habt, was ihr loswerden wollt. Unten in die Videobeschreibung, nein, nicht in die Videobeschreibung, in die Kommentare. Ich reagiere auf jeden Kommentar. Und ja, genau. Auf Twitch streame ich momentan einmal die Woche. Auf YouTube bekommt ihr normalerweise dreimal die Woche Videos. Letzte Woche hat es mal wieder geklappt. Aber gut, das war ja nicht, die zwei Wochen davor war ja nicht allein mein Problem, weil mein Fehler. Hat halt einfach nicht gesollt, gewollt, wie gesollt oder so. Gut, dafür habe ich genügend, was ich nutzen kann. Genau. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Das kann ich euch jetzt schon versprechen. Und zwar bei der nächsten, nicht bei der nächsten Folge, bei der übernächsten Folge Twitch Clips Germany. Bis dahin sagt euch Tschüss, eure Josie.